Hallo von der Q19, bei mir sind Andreas Barke und Birk Frerichs von den Parawestern-Reitern. Ihr beiden seid extra angereist hier zu Q19. Was macht euer Verein? Erzählt mal ein bisschen. Ja, wir sind für einen Verein für behinderte Westernreiter und haben uns gegründet, um im Prinzip unsere Interessen zu bündeln und dort in Zusammenarbeit mit den großen Westernreitverbänden als Einheit aufzutreten. Was fasziniert euch so besonders am American Quarter Horse und wie lange seid ihr schon auf der Kuh? Ja, auch hallo von mir erstmal. Wir sind jetzt schon seit 10 Jahren hier auf der Kuh, auf der internationalen deutschen Meisterschaft und finden es klasse, dass wir einfach hier mittendrin sind zwischen den ganzen unterschiedlichen Turnierreitern, die hier sind, ob jetzt nun Profis sind, Amateure und wir Paras sind halt einfach dabei. Wir haben hier in diesem Jahr zum 10-Jährigen eine Besonderheit. Wir haben jetzt insgesamt 4 Klassen hier auf der Kuh für Parareiter. Und zwar wären das die Reining, die Horsemanship, Pleasure und der Trail. Und was startet ihr diese Saison? Was reitet ihr? Ja, also ich bin mit meinem Quarterhorse hier und habe also tatsächlich alle 4 Disziplinen genannt, wobei mein Pferd eigentlich ein Pleasure-Pferd ist. Also es wird also eine sehr gesittete Reining. Und wie viele Starts hast du mit welchem Pferd? Ja, ich habe dieses Jahr auch mein eigenes Pferd mit, den Doc, einen Doc Jackson. Und mit meinem Wallach starte ich auch alle 4 Klassen, also volles Programm vom Reining bis zur Pleasure, alles dabei. Wie kann man euch unterstützen, wenn man euch ein bisschen ja, unter die Arme greifen möchte? Was könnt ihr den Leuten mit auf dem Weg geben? Ja, also nicht jedes unserer Vereinsmitglieder hat halt ein American Quarter Horse. Und nichtsdestotrotz haben wir etliche sehr gute Reiter in unseren Reihen. Und es wäre ganz toll, wenn wir halt ein gut gerittenes Quarter Horse als Leihpferd für diese Prüfungen zur Verfügung gestellt bekämen. In der Regel läuft das also auch so, dass die Kontakte zwischen Pferdebesitzer und Reiter ja schon am besten einige Zeit vorher zustande kommen, sodass also im Idealfall der Reiter das Pferd in seiner gewohnten Umgebung einmal besucht und probereitet und so einfach ausprobiert, ob das ganze Team zusammenpasst. Und auf diese Art und Weise dann entschieden werden kann, ob man das Abenteuer wagt oder nicht. Alles klar, herzlichen Dank, dass ihr bei mir wart und ich wünsche euch ganz viel Erfolg hier auf der Kuh.